Hallo, grüße dich zu diesem Video, dem dritten Teil meiner Serie Grundlagen Börsenwissen, und heute soll es gehen um Dividendenstrategien, Zinsersatz des 20. Jahrhunderts. Und bevor wir jetzt gleich starten, eine Sekunde, ich habe mir nämlich gerade ein Päuschen Espresso gemacht, sonst wird nämlich kalt. Okay, können wir gleich starten. Und zwar, es ist letztendlich wie so eine Schallplatte, vielleicht kennt von euch noch der eine oder andere die Vinyl, die Schallplatten, wo du damals sozusagen Hip-Hop, wer auf Hip-Hop steht, ja, scratchen. Und wenn so eine Schallplatte mal einen Hänger hatte, also immer wieder dasselbe, so ungefähr ist es mittlerweile, man kann es kaum noch hören, ja. Es wird Minuszinsen geben, ja, Nullzinspolitik. Es gibt nur noch Tina, ja, there is no alternative. Mit anderen Worten, das Einzige, was Leute noch machen können, ist Aktien kaufen. Immobilien ist auch kein Zinsersatz. Ja, jetzt mal angenommen, ich weiß ja nicht, wo du herkommst, das ist natürlich sehr regional, Immobilien ist eine sehr regionale Sache. Aber hier im Münchner Raum, wo ich herkomme, ja, da sind mittlerweile die Immobilienpreise den Mieten so davongelaufen, dermaßen. Und du hast jetzt auch in anderen Bereichen wie Berlin und so weiter, hast du Mietdeckelungen und so weiter. Das heißt, du bekommst ja immer nur so viel Zinsen, also bei Immobilien sind das eben Mieteinnahmen, das sind in dem Fall deine Renditen, deine Zinsen, Zinseinnahmen, die du hoffentlich so kalkuliert hast, dass du mehr, selbst bei Leerstand, also es ist eine komplexe Kalkulation, ja, selbst bei Leerstand, selbst bei, ja, Gesetzesänderungen wie Mietdeckelung und so weiter, dass du letztendlich unterm Strich mehr rausbekommst oder zumindest break-even bist, bezüglich dem, was du zahlst in deine Bank, wenn du einen Kredit aufgenommen hast. Wenn du keinen Kredit aufgenommen hast, dann solltest du eine Miete bekommen, die respektive zum Kaufpreis der Immobilie, die du gekauft hast, tja, eben mehr oder weniger auch ein Zinsertrag, die Miete ist in dem Fall der Zins, von hoffentlich 4-5% vielleicht, aber die wenigsten werden das in, ja, in München zum Beispiel noch schaffen, da sind es eher 2-3%, und selbst die, ja, die Vorsicht, also die, sagen wir mal, die negativ, also selbst diejenigen, die ganz, ganz vorsichtig unsere Inflationsrate derzeit ausrechnen, sind mittlerweile bei ungefähr 2% angelangt. Das heißt, du hast letztendlich fast keinen Inflationsschutz mehr, wenn du die Immobilien kaufst im Münchner Raum, was die Rendite betrifft. Keinen Inflationsausgleich, sorry. Inflationsschutz schon, weil sollte mal irgendwie aus welchen Gründen auch immer der Euro, den wir heute kennen, komplett entwertet werden. Aus welchen Gründen auch immer, ja. Also, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, also Worst Case Szenario. Dann hat natürlich deine Immobilie immer noch irgendeinen Restwert, genauso wie andere Sachwerte, ne? Ist ja logisch. Aber ich rede jetzt hier von dem Thema Zinssubstitute, ja. Und da bleiben uns einfach nur Dividendenstrategien respektive Aktienanlage. Und hier entsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als uns da einfach ein bisschen kundig zu machen. Hier noch ganz kurz eingeworfen aus meinem familiären Kreis. Selbst meine Mutter, die jetzt 82 Jahre alt wird, nächstes Jahr, ein paar Monaten, hat mich gefragt, ob ich nicht ihr Ersparnisse mittlerweile, weil was man da noch machen kann, ne, wenn das sich sozusagen entwertet. Also ich habe dann gesagt, jetzt mal Vorsicht, na, du bist schon ein gewisses Alter, da wollen wir jetzt keine großen Risiken mehr eingehen. Ja. Aber ich
bezweifle auch, dass so die große Masse der älteren Bevölkerungsschichten einfach, selbst wenn jetzt die Minuszinsen, und das hat sich mittlerweile sogar bis zum letzten Rentner rumgesprochen, wenn diese kommen werden, das heißt, dass letztendlich jeder Sparer Minuszinsen zahlen muss. Bis dato sind es ja nur einige wenige, in einigen wenigen Konten. Ich glaube, Flatex hat es schon länger, aber dann andere haben es wieder nicht und so weiter. Aber wenn es jetzt flächendeckend kommen sollte, und ich glaube, die Gesetzesentwürfe sind da mehr oder weniger so schon irgendwie in den Schubladen, was weiß ich, ja. Mir ist es auch persönlich ziemlich egal, weil ich nur das absolute Minimum Cash auf meinen Konten habe, das ich fürs Business brauche, um mein Finanzamt zu bezahlen und Steuern zu bezahlen und eventuell mal Gehälter oder was weiß ich. Ansonsten ja, habe ich meinen Cash auf entsprechende Aktiendepots verteilt, die mit unterschiedlichen Banken in unterschiedlichen Ländern und so weiter, und natürlich alle miteinander sozusagen sind die verknüpft, ja, also man muss es eben beim Finanzamt angeben, aber ansonsten ist man da, kann man sich Aktiendepots eröffnen, wo so viel man lustig ist und wo auch immer man lustig ist, ja? Du kannst auch theoretisch ein Aktiendepot eröffnen in Timbuktu, ja, also würde ich jetzt nicht empfehlen, aber also auf jeden Fall ein bisschen verstreuen. Und da musst du gar nicht mal so viel dir angespart haben, also wenn du schon ein bisschen was hast, dann lohnt sich das schon, weil es kommt nicht darauf an, welche Summe du angespart hast, sondern es kommt darauf an, dass du im Zweifelsfall letztendlich irgendwo ein bisschen was hast, wo du eben rankommst. Ne? Es ist egal, wie viel du hast, aber wenn jetzt irgendwie eine Bank mal Schwierigkeiten bekommen sollte oder was auch immer passieren sollte, ja, ist immer gut, wenn du es möglichst ein bisschen aufteilst. Okay. Multikontensystem ist sowieso auch sehr wichtig, um dich selber ein bisschen sozusagen zum Sparen zu zwingen und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos. Also, wir fassen nochmal zusammen. Also, die Gesetzesentwürfe, flächendeckend Minuszinsen einzuführen, sind bereits in der Schublade. Es hat sich auch schon bis zum letzten Rentner rumgesprochen. Ja. Wenn die kommen, wird es eben nochmal stärker verstärkt, sozusagen, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was gibt es denn überhaupt noch für sinnvolle Zinssubstitute, wo ich jetzt nicht horrende Risiken eingehen muss. Was gibt es für Zinssubstitute, wie zum Beispiel bei vielen Anleihen, die noch Zinsen geben, aber die Wahrscheinlichkeit eben gegeben ist, dass sie irgendwann wertlos sind oder was auch immer. Ja, also Anleihen aus Ländern, wo man nie so richtig weiß, ob die nicht übermorgen pleite sind. Ja. Dann Zinssubstitute, wo du letztendlich der Erwerb des Sachwertes, der dir den Zins abwerfen soll, wie zum Beispiel in Immobilien in München oder in irgendwelchen anderen teuren Umgebungen, tja, ob das nicht letztendlich dir unterm Strich einfach auch nur Arbeit, zusätzliche Arbeit, Aufwand, ja, also du musst dir immer eines bedenken, wenn du eine Immobilie kaufst, hast du schon mal vorweg 10% einen Abschlag von 10% für die ganzen Nebenkosten, ja, die musst du erstmal erwirtschaften. Und wenn du dann nur eine Miete bekommst im Verhältnis zum Kaufpreis, die unterm Strich 2-3% Rendite ist und wir haben Inflation von 2-3%, was auch immer du als Inflation siehst, ja. Ich bin der Meinung, dass man die Inflationsrate auch anders berechnen kann, ja. Und also eher nach oben. Aber gut, ja, was bleibt dir dann noch? Dann bleiben ja letztendlich nur noch Aktien. Und einige sagen dann, naja, dann Aktien in Kombination mit Absicherungsmechanismen. Okay, was ist jetzt das wieder? Dann wird schon wieder kompliziert und komplexer und für Anfänger überhaupt gar nichts, meiner Meinung nach. Ja, da muss man sich dann mit solchen Sachen wie Optionen und Optionsscheine und CFDs würde ich einfach mal komplett streichen, das Thema. Ja, ist viel zu teuer, weil du da Gebühren zahlen musst. Also das ist lieber
eine vernünftige Aktienstrategie, wenn du mehr Geld hast, einfach ein paar vernünftige Aktien, die nicht miteinander korrelieren, ja. Einige, die sozusagen zyklisch sind, einige, die antizyklisch sind, einige, die vielleicht eine etwas höhere Dividende haben, andere wieder, die vielleicht weniger Dividende haben, wo die Firma letztendlich mehr reinvestiert und insgesamt einfach sozusagen mehr in Aktienrückkäufe reinvestiert und überhaupt ins Unternehmen reinvestiert. Und das sind meistens so Technologie oder sozusagen neue Technologien wie Tesla und Amazon und so weiter, die dann insgesamt im Kurs eben sehr viel mehr und schneller steigen. Oder einfach auch Geldfonds. Geldfonds musst du halt auch genau durchlesen, was das für einer ist. Aber fast also jeder gute Broker, ich verlinke dir hier unten ein paar Broker, die ich nutze, einfach auf missionmillionaire-aktiendepot-vergleich, also missionmillionaire.de, ja. Und hier unten hast du den Link sowieso. Also, es gibt ein paar gute Broker, die bieten auch Geldfonds, da kriegst du sogar auch noch irgendwie ein paar Cent, du hast es also ständig zur Verfügung, es ist liquide. Ja, wenn du dort ein Cash hältst zum Beispiel, kriegst du noch ein paar Euro Zinsen. Die meisten Geldfonds geben das, wie zum Beispiel bei DEGIRO ist der Geldfonds von JP Morgan. JP Morgan ist relativ eine gesunde Bank, also eine von den auf jeden Fall besseren Banken da draußen. Ja, also im Vergleich zu manchen anderen Banken vielleicht. Wenn man sich mal die Charts anschaut, ja, die Gewinnentwicklung und so weiter. JP Morgan ist ja auch die Bank, die letztendlich über 300 Millionen Unzen Silber aufgekauft hat innerhalb der letzten 10 Jahre, glaube ich, oder so. Also ich glaube, die haben einen Silbervorrat von, ich glaube, mittlerweile von 15% des kompletten Silbervorkommens auf der ganzen Welt hat irgendwie JP Morgan aufgekauft. Ja? Also, falls es mal ein Reset geben sollte, sind die schon mal einigermaßen vorbereitet drauf. Also ich weiß auch nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, warum sie es machen. Andere Gründe aus, dass sie selber ihre eigene Währung nicht trauen. Also nochmal kurz Stichwort Silberpreismanipulation und starke Aufkäufe von Silbermengen, von Silberunzen. JP Morgan ist ein eigenes Thema. Ich verlinke dir hier oben, wenn ich es finde, nochmal das Video. Habe ich ja nochmal ein Video dazu gemacht. Ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Thema. Zinssubstitute ist ein bereits jetzt schon wichtiges Thema und wird künftig noch viel, viel wichtiger. Ich meine, die USA, die haben jetzt halt sozusagen 2015 haben sie ja so einen Turnaround gemacht, was die Zinspolitik betrifft. Und jetzt haben sie wieder eine 180-Grad-Wende gemacht in den letzten Monaten. Die letzten Entscheide waren ja wieder, die Zinsen zu senken. Wir hingegen sind schon auf 0 bzw. minus 0, irgendwas. Das heißt, uns bleibt nichts anderes, außer die Zinsen noch weiter zu senken. Du musst dir Gedanken machen, es bleibt einfach kein anderer Weg. So, das soll es gewesen sein für dieses dritte Grundkursvideo, Grundkenntnisse. Was versteht man überhaupt unter Dividendenstrategie und oder wann wendet man die überhaupt an, beziehungsweise was ist überhaupt ein Zinssubstitut? Ja, also das Thema war eigentlich Zinssubstitut und Vermögenserhalt. Vermögensschutz sozusagen auch, war auch was mit dabei, denke ich. Also für jeden war etwas mit dabei. Und dann werde ich natürlich noch weitere Videos drehen, die dann in Detail, ja, noch die einzelnen Themen wie Dividendenstrategien, da habe ich auch schon einige Videos gemacht mit konkreten Beispielen von Aktien, die in verschiedenen Branchen, ja. Dann Vermögensschutz habe ich auch schon mal ein Video gemacht, mehr en Detail, was ich für Silbermünzen kaufe, was da meine Strategien sind und so weiter. Ja, und das soll es gewesen sein für dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, würde mich wirklich sehr freuen. Oder abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht abonniert hast. Oder schreib mir unten in die Kommentare, ob dir das Video gut gefallen hat, ob es dir irgendwie was weitergeholfen hat. Wenn du noch ein Börsenneuling bist oder ein Anfänger bezüglich Aktien. Oder welche Ideen du vielleicht noch hättest bezüglich Zinssubstitute, ob es noch irgendwas Besseres gibt, von dem ich wieder nichts weiß. Ja?
dann schreib mir das alles in die Kommentare. Hier oben, wie gesagt, kannst du meinen Kanal abonnieren. Und hier oben siehst du auch schon gleich das nächste Video, kannst du gleich weiterschauen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Daumen hoch. Wir packen das schon alle gemeinsam hier in Deutschland. Tschüss, dein Thomas Klein.